Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in einem weiteren Herbstvideo. Und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, handelt es sich heute um Hagebutten, um diese wunderschönen herbstlichen Früchte. Und da zeige ich euch, wie man einen schönen Hagebuttenkranz macht und was man alles beachten muss. Aber zuerst kommt die Intro und dann gibt es die Details. Also wir brauchen natürlich erstmal eine stabile Basis für unseren Kranz, wie immer. Und da ist es am besten, einen Strohrömer zu nehmen, weil da hat man einfach hier mal so was richtig Schönes, Festes. Und der muss nicht immer so groß sein wie meiner. Und damit ich nicht so wahnsinnig viel Material brauche, habe ich auch jetzt eine Nummer kleiner. Größere Exemplare habe ich hier natürlich auch noch in meiner schönen Werkstatt. Und ach, was ich ganz vergessen habe. Ich habe hier, guck mal, mein schöner Hintergrund. Das ist mein neuer, toller Arbeitstisch, den ich jetzt vorletzte Woche bekommen habe vom Schreiner. Und er hat tatsächlich auch noch Impressionen vom Laden, weil das ist die Arbeitsplatte von meinem Laden, die ich hier original drin habe. Da wurde also schon wahnsinnig viel gearbeitet. Und es sind jetzt alles neue Bretter und es gibt eine ganz liebe YouTuberin, die mir da auch einen Zuschuss gegeben hat. Und vielen lieben Dank, liebe Kerstin. Ein Teil ist von dir hier in Gedanken und ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut. Und was natürlich super hilft in so einer Werkstatt ist, wenn man das Werkzeug so schön aufhängen kann mit diesen Magnetleisten und es nicht alles auf dem Tisch rumliegt, sondern einfach hier die Messer nehmen, zack, und es ist alles oben. Und ich habe diese schöne Arbeitsfläche für mich. Das ist ein Traum. Ja, kommen wir zurück zum Herbstkranz, zum Hagebuttenkranz. Ich habe also jetzt hier ein kleineres Exemplar. Das ist ein 25er Strohrömer, den ich genommen habe. Und ich habe auch einen dünneren genommen. Das sind immer zwei Angaben. Das eine ist der Außendurchmesser und das andere ist, wie dick der Kranz ist. Und ich glaube, das ist ein 25 und der hat 4 cm. Habe dann als nächstes ein Kranzwickelband genommen. Ich mache euch die ganzen Bestelllinks dazu nochmal rein. Und wenn ihr mit dem Kranzwickelband wickelt, dann ist immer ganz gut, wenn man einfach den Strohrömer zwischen sich und dem Tisch einklemmt und dann hat man zwei Hände zum Wickeln. Das ist super praktisch. Natürlich ganz gut, eine Schürze anzuhaben. Aber ansonsten ist es ja nur Stroh, ne? Es macht nicht so viel Dreck. Und da habe ich jetzt also diesen Kranz schon mal abgewickelt, weil wenn ich den mit Hagebutten wickle und man guckt den von unten an, dann soll man nicht aufs Stroh gucken. Und wenn den jemand auf den Tisch legt oder an die Tür hängt, ist immer viel, viel, viel schöner, wenn er abgewickelt ist. Dann ist auch immer ganz wichtig, dass ihr Wickeldraht habt. Wickeldraht ist also so richtig schön stabil. Das ist der auf diesem Hölzchen. Und dann gibt es natürlich noch Myrtendraht, der ist hier auf der Spule immer. Wenn der Kranz groß genug ist, ja, es sind immer so Feinheiten, dann kann man auch sehr gut Wickeldraht nehmen. Es gibt manchmal, dass man vielleicht so ein Kränzchen macht, das um eine Kerze geht zum Beispiel. Und da bietet sich's an, dass man dann nicht den Wickeldraht nimmt. Ja, man muss noch ordentlich festmachen, nicht so wie ich gerade. So, einmal ziehen. Und richtig einmal verdrehen. So, und dann hat man ihn auch fest. Ja, und wenn das Kränzchen so klein ist, dann kommt ihr natürlich mit dem Holz nicht mehr durch diese Öffnung durch. Und dann ist es gut für kleinere Arbeiten, diesen Myrtendraht zu nehmen. Der ist allerdings nicht ganz so stabil wie der auf dem Holz. Und da darf man jetzt also auch nicht ziehen wie ein Stier, sonst reißt der ganz einfach.
Aber manchmal tut man sich leichter, wenn man die kleine Spule nimmt. Ja, und jetzt, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet und war jetzt schon fleißig, habe Hagebutten geteilt und habe hier eine ganz liebe YouTuberin aus Luxemburg, die mich angerufen hat. Also es ist immer total schön, wenn ich, ja, wenn meine Videos weltweit geguckt werden. Das finde ich ja, einfach rührend. Also ich freue mich total und ja, dann legen wir mal los mit unserem Kränzchen. Also bei so Kränzen ist es ganz gut, wenn man im Zweifel einfach auch mal einmal mehr wickelt. Ja, nicht scheuen, dass man ein bisschen Draht braucht, weil wenn ich hier an der Seite anlege, man sieht auch, das sitzt jetzt also perfekt, wenn ich an der Seite anlege, dann nehmen und wickeln. Und manchmal denkt man, genau, und klack, wenn man dann zu fest wickelt, ist die Hagebutte ab. Ja, das macht nichts. Die kann ich auch noch reinkleben, aber ruhig noch ein, zweimal mehr wickeln. Das hilft dann immer, dass der Kranz, ja, dass man die Hagebutten schön anlegen kann. Und wenn man da zu faul ist, dann wird es nicht so schön regelmäßig und ja. So, also ihr seht, ich fange jetzt schon mal an hier zu wickeln und leg an und wickel und leg an und versuche natürlich auch, ich habe jetzt verschiedene Größen an Hagebutten und versuche auch, die hier ja, passend reinzulegen. Ja, ihr seht, ich muss auch testen und probieren und ich werde auch so kleine Lücken haben und diese Lücken, da habe ich natürlich auch schon Ideen dafür, was ich da mache. So, also das wird jetzt wieder die Fleißarbeit. Ich habe Islandmoos und da überlegt man natürlich immer, wie man solche Lücken am besten füllt. Also das ist Islandmoos, gibt es in verschiedenen Farben. Das ist jetzt ein kleiner Test von mir. Das gibt es in Rot, in Grün, das gibt es in Pink. Das gibt es also in ganz vielen Farben. Das ist sehr, sehr wertvoll. Das ist und ja, und da ist jetzt meine Überlegung, ob ich Rot oder Grün in die Lücken mache. Ich mache jetzt einfach nochmal eine Wicklung und dann mache ich einen Rot- und einen Grün-Test rein. So, und dann gucken wir doch mal. Ihr könnt mir ja mal schreiben in die Kommentare, was ihr besser findet, ob Rot oder Grün. Ich glaube, das Rot, da habe ich eine ganz tolle Weihnachtsidee damit. Und ich nehme doch Grün, weil es frischer ist. Ja, und dann mache ich einfach einen kleinen Tupser Heißkleber. So, das ist jetzt einen kleinen Tupser Heißkleber in die Lücke rein und mache einfach mit dem Messerchen ein bisschen Moos rein und kann dadurch auch meine Lücken wunderbar verkleiden. Aber jetzt kommt erstmal meine Fleißarbeit. Ich muss jetzt erstmal den Kranz wickeln und dann kann ich immer in die Lücken so dezent was reinmachen, beziehungsweise falls hier innen noch der Römer zu sehen ist oder diese Wicklung, da kann ich überall mit ein bisschen Islandmoos arbeiten. Wenn ich mich einmal rundum gearbeitet habe und diesen schönen Kranz gewickelt habe. Und dann zeige ich euch nachher einfach die fertige Version und arbeite jetzt mal still vor mich hin. Also wenn man hier so
still vor sich hin arbeitet, gehen einem ja noch so ein paar Gedanken durch den Kopf. Und ich kann euch sagen, zum einen, dieser Kranz, der hat richtig, richtig Gewicht und richtig Material. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ich habe zuerst überlegt, ob ich das mit einem 2-Kilo-Paket schaffe. Nein, schaffe ich nicht, auf keinen Fall. Der ist viel, viel, viel schwerer. Und das ist also ein richtig edles Stückchen, das kann man wirklich dann sagen. Und zum anderen überlegt man natürlich auch immer, man legt eher die größeren Früchte, die legt man dann eher weiter außen an, und die kleineren Früchte, zum Beispiel innen oder die kürzeren Stückchen, ja, also ich arbeite mich jetzt so langsam voran, die kürzeren Stückchen, die kann man natürlich innen besser reinlegen. Und wenn ich jetzt hier sowas habe, hier sowas Schönes, Langes, wobei die schon fast wieder, das sind eigentlich zu viele Früchte, als dass ich die in einem wickeln kann. Und ich muss halt immer gucken, dass die sich so schön an die anderen dranlegen. Wenn man jetzt so kleine Lücken hat, ist es ja nicht so schlimm, weil es gibt ja unser Islandmoos. Dann habe ich immer so Stiele, die etwas länger sind. Die muss ich dann natürlich immer wieder mal rausschneiden. Ja, und also optisch ist es für den Kranz schöner, wenn die größeren Hagebutten eher auch außen mitlaufen, weil ich brauche ja Außenfülle. Und hier habe ich jetzt wieder so ein schönes Päckchen. Ja, das kann ich also weiter innen reinnehmen. Wobei ich dann auch, wenn das zu sehr aufträgt, ja, ich möchte ja schon, dass die mehr liegen. Wenn es zu sehr aufträgt, dann schneide ich auch mal eine Beere weg und klebe die eventuell dann auch am Schluss rein. Aber, also mein Mann hat gerade gefilmt, freundlicherweise. Der ist jetzt zum Frühstücken erstmal gegangen. Sei wohl verdient, und hat dann gefragt, wie lange brauchst du denn? Soll ich das auch noch filmen alles? Dann habe ich gesagt, nee, wir legen jetzt die Kamera hin, weil tatsächlich brauche ich dann doch wirklich lang. Ja, man merkt also schon, das ist eine aufwendige Arbeit. Also eine sehr, sehr schöne, aber auch eine sehr aufwendige Arbeit. Hagebutten sind teuer. Ja, das ist richtig wertvoll. Und also wenn jemand so einen Kranz geschenkt bekommt, ich hoffe, dass der Empfänger die Wertschätzung ja aufbringt und dass der auch weiß, was für ein edles, mega edles Geschenk er da in den Händen hält. Weil das ist viel Arbeit, viel Einkaufspreis, viel Material. Das ist echt ja schon die edle Art des Herbstkranzes. Und ich glaube, dass die liebe Bestellerin, eine ganz, ganz liebe Dame, die auch gesagt hat, dass sie fast jeden Tag Videos von mir schaut. Das finde ich ja, das finde ich total rührend. Und es freut mich auch, dass ich so viel Spaß bringen kann mit meinen Videos und mit meinen Tipps. Das ist natürlich ganz klasse. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Kranz eine ganz große Wertschätzung erfahren wird. In Luxembourg, beaucoup de salutations. Ich liebe die französische Sprache, und ich spreche auch sehr gern Französisch. Und es gibt ja auch einige von euch, die mir auch auf Französisch schreiben. Es gibt aus dem von Australien gibt es die liebe Trudi, und ja, es gibt auch aus den USA Leute. Es macht einfach total Freude, dass es so international, dass mein Kanal so international gesehen wird. Ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, ihr Lieben. Kennt ihr eigentlich das Computerspiel Tetris? Das ist so ein Spiel, wo man so Klötzchen aufeinander setzen muss, und es dürfen möglichst wenig Hohlräume übrig bleiben. So ein bisschen fühle ich mich dann, wenn ich so einen Kranz mache, wie beim Tetris spielen, weil tatsächlich ist das auch ein sehr, ja, so ein Spielchen, dass man versucht, wirklich diese
die ganzen Plätzchen, die es so gibt auf diesem Strohrömer, schön zu füllen und eben möglichst wenig freie, ja, möglichst wenig frei zu lassen. Guck, dass die auch möglichst gut passen und muss dann aber doch relativ oft wickeln. Das kann ich euch gleich mal zeigen hinten an dem Kranz. Da sind also viele, man sieht an den Drähten, da sind doch sehr, sehr viele Wicklungen dran. Weil ich muss wirklich sehr sorgsam und sehr, sehr oft fixieren, weil ansonsten bekomme ich diese schöne Form, die ich gern erreichen möchte, die bekomme ich nicht, wenn ich so große Stücke anlege und wenn ich das schneller mache. Also meine Drahtrolle hat nicht gereicht, kann ich euch verraten. Ich fange jetzt noch mal eine neue Drahtrolle an, verzwirbel einen neuen Draht mit dem alten. So, und bin jetzt natürlich auch so langsam an der Stelle, wo ich zum einen muss ich die Stiele schön kurz schneiden beim Anlegen. Zum anderen muss ich jetzt einfach auch ein bisschen ja, mit kurzen Stielen mich so durch den Engpass schleichen. Ja, und dennoch alles schön festwickeln, ein bisschen drunter schieben. Wenn man bei Hagebutten zu stark zieht, dann geht der grüne Stiel kaputt und dann hüpft die Hagebutte auch vom Stiel. Das heißt, das ist mit viel Gefühl, muss ich hier jetzt vorgehen, weil ich möchte natürlich nicht, dass die mir hier rausspringen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal den Draht zu. Habe auch den Heißkleber angemacht und kann dann die restlichen Lücken und Feinheiten auch mit dem Heißkleber noch. So, das Problem ist immer, nicht zu fest und nicht zu locker diesen Draht zu verschließen. Ich bemühe mich einfach, das Mittelmaß zu finden. Biege die restlichen Drähte hier Richtung Strohrömer, sonst würde man ja in die Drähte fassen. Und jetzt kann ich tatsächlich noch einzelne Hagebutten nehmen. Wenn ich hier Lücken sehe, dann kann ich einzelne Hagebutten nehmen und klebe die nochmal rein und versuche einfach so kleine Lücken zu füllen. So, und wie ihr seht, mache ich noch so eine kleine Feinarbeit. Ich zeige euch auch gleich nochmal,
was das bewirkt. Also der Kranz hat jetzt auch einen wunderschönen Abschluss mit dem Islandmoos und dadurch, dass es grün ist, sieht es auch wirklich so, sieht es so natürlich aus. Also das, das finde ich jetzt auch sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe zuerst auch überlegt, wie ich jetzt, ob ich das mache und oder wie ich das mache. Und ich habe jetzt von dem Islandmoos immer ganz wenig genommen, also ganz, ganz, ganz fein, ja. Weil das Islandmoos sind wirklich so größere Stücke und habe dann ganz feine Streifen gerissen und habe diese Streifen dann hier an dem Kranz, so als Abschluss, habe ich die dann noch hier dran geklebt. Ja, hier sieht man das jetzt so. Und wenn man den Kranz jetzt von vorne betrachtet, ich muss jetzt natürlich erstmal die ganzen Heißklebefäden jetzt entfernen. So, und wenn man den Kranz von vorne betrachtet, dann sieht es so richtig schön aus, wie wenn der jetzt frisch aus der Natur gegriffen wäre. Und dann hat er auch, also ja, es ist einfach ein schöner Abschluss und es gibt eben so eine ganz, ganz tolle natürliche Wirkung. So, jetzt mache ich eine letzte kleine Arbeit, weil die Dame wollte den gerne aufhängen. Ich mache ihr jetzt ein Drahthäkchen an den Kranz dran. Und so, und um dieses Drahthäkchen zu machen, nehme ich also einen festen Draht. Dann sagt sich so einfach, aber wisst ihr was, wenn man schlecht durchkommt, dann liegt es oft daran, dass die Spitze gerad ist und nicht schräg. Das haben wir natürlich ganz oft bei den Weihnachtsarbeiten, haben wir oft das Problem. So, und jeder Draht, wenn ihr den also anguckt, der hat immer eine stumpfe Seite und eine Seite, die ist so schräg geschnitten. Und jetzt nehme ich mal die schräg geschnittene, damit das Leben leichter wird. Und zack, ich bin durch. Jetzt muss ich nur noch wieder rauskommen. Ah, wunderbar. Und kann mit der, ja, entweder mit der Kombizange, genau, mit so einer kleinen, schönen, flachen Zange, kann ich also hier dann den Draht nehmen und verdrehen. Ich mache der Dame jetzt eine Schleife noch hier dran. So, ich bin jetzt also aus meinem schönen neuen Werkraum wieder aufgetaucht und habe hier diesen Kranz. Ich glaube, ich muss den gleich mal auf die Küchenwaage legen, weil der ist so schwer und da sind so viele Früchte drin. Und wenn man den jetzt in die Sonne legt, dann kann man auch noch schön sehen, wo die Heißklebefäden sind. Weil das sieht ja immer so aus wie Spinnweben. Die werden jetzt natürlich sorgsam abgezupft noch, damit es nicht so aussieht, als ob da Weben drin wären. Nein. Ja, und wie ihr unten schon gesehen habt, also ich habe jetzt das Islandmoos wirklich nur so partiell dazwischen gemacht und habe das mit so einem kleinen Tupser Heißkleber und habe das mit so einem kleinen Messerchen quasi so in diesen Lücken versenkt. Und damit er einen schönen Abschluss hat, habe ich auch noch Islandmoos hier am Rand geklebt und habe das auch, Vorsicht, Verbrenngefahr für die Finger, habe das mit dem Messer auch schön festgedrückt. Und hier seht ihr an der Anzahl der Drähte, sieht man auch, wie viele Drähte verwendet wurden, um diesen Kranz gut zu wickeln. Und das ist auch für die Hagebutten, also das war jetzt tatsächlich mehr als eine Spule Wickeldraht. Das ist auch tatsächlich nötig. Dann habe ich noch diesen Aufhänger dran gemacht, mit Draht. Und die Empfängerin wollte gerne eine Schleife. Das heißt, die Schleife, die sitzt an dem Draht und die langen Bänder sind hier auch noch dran. Und dann kann man den also wunderschön, ich fasse den auch vorsichtig an, so, dann kann man diesen Kranz auch wunderschön aufhängen und hat dann auch richtig lange Freude daran. Ich mache mich jetzt dann dran, den schön zu verpacken und werde ihn dann in die Post geben und wünsche viel Freude damit und vor allem euch allen ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und jetzt halte ich ihn nochmal am Schluss in die Sonne und sage vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auch meine Playlist Herbstgrenze an. Da gibt es viele tolle Ideen. Tschüss!